Liebe Rallye-Fans, neben mir steht Alfred Gorny, man nennt ihn auch Wikipedia des Rallye-Sports. Alfred, ich möchte mal mit dir ein bisschen darüber reden, was wir hier bei dieser Rallye erwarten können. Wir haben den Kampf Ford Fiesta gegen Skoda Fabia S2000. Wir haben junge Nachwuchsfahrer dabei. Wen siehst du hier ganz vorn? Wir haben sicherlich 4 bis 5 Favoriten. Dazu zählen natürlich vor allem die Super 2000 Fahrzeuge. Felix Herbold vom Preisroboter-Team hat hier so ein bisschen einen mentalen Heimvorteil. Aber die Skoda-Truppe, die nur ein einziges Mal in diesem Jahr in Deutschland starten wird, wird sicher alles geben, um dabei zu sein. Natürlich zählen auch die Porsche von dem zweimaligen AVD Sachsen-Rallye-Sieger Olaf Dobberkau zu den Favoriten. Und auch Ruben Zeltner, der hier am Sachsenring zu Hause ist, der wird sicherlich alles geben, um seine Siege, die er vor ein paar Jahren in Mitsubishi schon gewonnen hat, hier mal wieder aufzufrischen. Wir haben jetzt bei der ersten Prüfung gesehen, dass der Marc Wallenwein so ungefähr 5 Sekunden vor dem Felix Herbold ist. Inwieweit ist das schon eine Marke, an der man sich orientieren kann? Das ist auf alle Fälle ein Ausrufzeichen. Man wird schauen, wie es weitergeht. Ich weiß zum Beispiel jetzt nicht, wer mit welchen Reifen fährt. Vielleicht hat er einen besonders guten Griff in die Kiste getan. Aber Marc Wallenwein war schon im letzten Jahr sehr schnell hier. Und wenn er konstant durchfährt, ist er sicherlich ein ganz heißer Tipp. Du machst ja hier die Moderation für die Zuschauer. Wir haben ja Leinwände, sind ja hier aufgebaut. Wir werden das übertragen. Ich nenne es mal eine Powerstage, so wie man es vielleicht von der Weltmeisterschaft kennt. Du hast mit deinem Co-Moderator, wer ist das? Das ist Michael Martig aus Köln. Und wir wollen hier gemeinsam dafür sorgen, dass von der tollen Atmosphäre auch möglichst viel rüberkommt. Wir werden von der Powerstage 15 bis 20 Minuten ins Internet stellen. Viel Spaß jetzt mit Prüfung 3. Ich sehe gerade, Felix Herbold steht hier beim Rundkurs am Start. Also er ist schon mal hier mit seinem Ford Fiesta S2000. Die Kamera hat ihn eingefangen. Die Zuschauer, wenn sie auf den Monitor schauen, können sie sehen, dass der schwarze Preisroboter Fiesta am Start steht und gleich hier erscheinen wird. Ja, dann werden wir auch ein bisschen ruhig sein. 290 PS, hochdrehend, Allradantrieb. Und jetzt kommt die Augen- und die Ohrenweide. Felix Herbold und Michael Köhlbach. Schaltunterbrechung, das geht Schlag auf Schlag von Gang zu Gang. Also das ist ja wirklich Technik vom Allerfeinsten im Fiesta. Und der Nächste, der jetzt kommt, ja. Das sollte Olaf Dobberkau sein. Und das da ist aber nicht. Natürlich ganz anderen kernigen Kern hören. Wenn es kein roter Porsche ist, dann muss das Auto grün-weiß sein. Dann kommt ein Skoda. Erstmal aber zweiter Turn für Felix Herbold. Und jetzt kommen die Olaf Dobberkau und Alexandra König mit dem 420 PS starken Porsche 911. Spektakulärer Drift von der Brücke runter. Ja, optimaler Drift um die 180 Grad. Alles wieder auf dem Berg. Und wir werden den kernigen Sound gleich nochmal hören. Und Sie hören auch, da ist das Schalten etwas länger, das dauert etwas länger. Der hat eine normale Schaltung im Auto. Und da sind sich auf der Brücke fast begegnet. Felix Herbold jetzt schon wieder in der Anfahrt. Er fährt unheimlich exakt. Das war das, was ihn bei seinen Siegen bei der Wikinger Rallye und bei der Rallye Vogelsberg ausgezeichnet hat. Hohes Tempo, ganz blitzsauberer Stil und nicht ein einziger Fehler. Ja, und
der erste Skoda ist gestartet. Matthias Kahn und Peter Göbel sind auf der Strecke. Der S2000. Skoda Auto Deutschland setzt auch in diesem Jahr zwei der Skoda Fabia Super 2000 ein, aber wegen der bekannten Unstimmigkeiten im deutschen Rallye-Sport nur ein einziges Mal in Deutschland, nämlich hier. Und die anderen Einsätze werden bei der CRC-Serie sein. Heute läuft die Rallye in Korsika, da sind sie nicht dabei, aber in Belgien bei den 24 Stunden von Ypern. Könnte ein Start erfolgen, gesichert ist vor allem die Mecsek Rally in Ungarn und die Barum Rally in Zlin. Olaf Dobberkaus Sound, den kann man schon mit infernalisch bezeichnen. So, das wird nicht mehr lang dauern, dann wird Felix Herbold hier vorbeikommen. Und Freunde, applaudiert ruhig, wenn er kommt. Nehmen Sie die Hände aus der Tasche, legen Sie das Butterbrot mal zur Seite und klatschen, wenn Felix Herbold als Erster dann hier vorbeikommt und in Richtung Ziel fährt. Die Freunde sehen das, die hören das, das motiviert. Letzte Runde für den Ford Fiesta vom Preisroboter-Team. Wenn er jetzt um die Kehre kommt, dann sollte er geradeaus hier Richtung Ausfahrt ziehen. Er kommt geradeaus, er kommt hier vorbei, Felix Herbold! Und jetzt haben wir zwei Skoda Fabia Super 2000 auf der Piste. Marc Wallenwein, der Mann, der das Feld im Moment anführt. Und Stefan Kopczyk, zwei junge Schwaben, die seit 4 Jahren zusammen im Auto sitzen, sich sehr gut ergänzen. Bestzeit in Hirschberg, zweitbeste Zeit bei Neuschönbrunn auf dem Rundkurs. Jetzt sind wir gespannt, was sie hier auf Olaf Dobberkaus Paradestrecke, was sie da schaffen. Ja, nochmal hier Olaf Dobberkau und sein infernalisch klingender Porsche GT3 und seine bildhübsche Beifahrerin Alexandra König. Hier vorbei. Applaus für Olaf Dobberkau und Alexandra König. Der nächste Porsche. Mit der Startnummer 5, so ein bisschen im Zebra-Look, aber es ist wahrscheinlich das schnellste Zebra auf der ganzen Welt. Ruben Zeltner und seine Ehefrau Petra hier am Sachsenring zu Hause und sie haben die AVD Sachsenrallye auch schon gewonnen. Ruben Zeltner, Bestzeit auf der Wertungsprüfung 2, dem Rundkurs bei Neuschönburg, und damit ist er auch in der Gesamtwertung jetzt im Clinch um Platz 2 mit Felix Herbold. Und das hier ist eine Porsche-Strecke. Ruben Zeltner könnte vielleicht jetzt sogar die Führung übernehmen. Jetzt kommt er zum zweiten Mal runter. Und hier kommt Matthias Kahle, der 6-fache deutsche Meister. Und Peter Göbel, herzlichen Dank, Matthias Kahle und Peter Göbel mit ihrem Skoda Fabia S2000. Also Gesamtzeit, Olaf, also die ersten A,
Felix Herbold. Gut, das sind ja die ersten, die auch gefahren sind. Eine Zeit von 4,28. Und Dobakau hat auch hier wieder verloren. Olaf Dobakau hier auf der Etappe, die eigentlich eine Porsche-Etappe ist. 5,5 Sekunden hat er aufgebrochen bekommen. Aber da kann er stocksauer sein, denn das ist eigentlich seine Strecke hier. Also Felix Herbold mit 290 Ford PS, 5,5 Sekunden schneller wie Olaf Dobakau mit 420 Ford PS. Unsere Youngster aus Stuttgart, die, was sagst du immer, die Spätzle-Connection, Mark Wallenwein und Stefan Kopczyk, die ja, Freunde aus Stuttgart und Heilbronn, auch sie haben ihren Rundkurs bewältigt. So, jetzt aber hier einer, der viel zu langsam kommt, mit eingeschalteter Blinkanlage anzeigt, mein Auto ist defekt, langsam rollt er um den Kurs. Peter Corazza und Ronald Bauer in diesem Jahr vom Pech verfolgt. Blattfuß vorne links, Blattfuß vorne links bei Peter Corazza und Ronald Bauer. Damit also, fährt gleich auf der Felge. Damit geht es an Pech weiter bei der Erzgebirgsrallye, die ja gern zum vierten Mal gewonnen wird. Das hat ein Beifahrer 5 Minuten verkehrt gestempelt. Bei der Vogelsbergrallye technischer Defekt. Und jetzt wieder ein Plattfuß. Das kostet Zeit. Das wird 1 bis 2 Minuten für ihn kosten. Der Lokalmatador schlechthin, Mike Stölzel und Thomas Windisch auf ihre Porsche GT3. Oh Gott, hoffentlich geht das gut bei Peter Corazza. Der fährt wirklich gleich auf der Felge. Gleich ist das letzte Gummi weg. Und es riecht ja schon nach verbranntem Gummi. Drücken wir mal dem Peter Corazza die Daumen, dass das noch irgendwie klappt. Mike Stölzel, der hat auf dem Rundkurs Neuschönburg mit der 5. Zeit ein Ausrufzeichen gesetzt. Voriges Jahr war das ja, ein Fiasko für ihn. Denn er rutschte beim Anbremsen der Schikane in Graben und hat da einigen Schaden verursacht, musste aufhören, das war einfach schon verstanden. Aber hier, die Zeltners, bisher mit einer furiosen Fahrt und hier Aufdrücke, vielleicht sogar auf dem Sprung zur Spitze. Zeltners, hey, mit ihrer Porsche, Petra und Uwe Zeltner. Danke für die Show. Unser Renault Megane auf der Strecke, Carsten Muhe. Carsten Muhe mit seinem Renault Megane. Und Katrin Becker, die bildhübsche Beifahrerin, Blondie auf dem Beifahrersitz. Carsten Muhe am Steuer mit dem Renault Megane RS. Carsten Mohr hat mit dem Renault Megane ein tolles Debüt gefeiert bei der Erzgebirgsrallye, wo es ja bei ihm praktisch direkt bei Annaberg hat er mit diesem Gruppe N-Auto Gruppe N-Technik, das heißt ohne sequenziell geschaltetes Getriebe. Aber die Konkurrenz hat es immer ein bisschen leicht gemacht. Hier sieht man schon, das ist ein seriennahes Auto, relativ leise. Er muss normal schalten, hat sogar nur 5 Gänge, nicht mal die üblichen 6. Und das ist natürlich Umgewöhnung für ihn. In der gleichen Klasse hier der Opel Corsa Turbo mit Horst Rotter und Volker Schmidt. Horst Rotter, der Mann aus der Nähe von Kassel, von 85 Opel Junior Cup bis 2007 nach dem Opel Corsa Super 1600 fuhr er dann noch ein Turbodiesel. Da war er immer in der deutschen Meisterschaft dabei. Jetzt fehlt er Auto, ist er da. Das kann er ganz nicht lassen. Hat den Turbo Opel rausgeholt. Ja, Turbo 1,6 Liter Turbomotor, Leistung ca. 220 PS in der kleinen. Und Peter Corazza in der Rechtskurve hier auf dem Felgenrand, Qualm, da Funken sprühende Felgen.
Der hat wirklich Pech in diesem Jahr. Ich glaube, eine Runde muss er noch, dann hat er es endlich überstanden, kann wechseln. Und da wollen wir schauen, ob er so eine fulminante Aufholjagd startet wie bei der Erzgebirgsrallye. So, Peter Corazza kommt hier vorbei und Freunde, jetzt klatscht wirklich, denn der Mann ist wirklich vom Pech verfolgt, der Sympathieträger Peter Corazza und Roland Bauer. Meine Güte, was haben die, ja, die Scheiße an den Fingern. Mensch, Peter Corazza. Schade, schade. Und Peter Corazza, der hat ja grundsätzlich und immer seinen persönlichen Fight mit Ruben Zeltner. In dem Zivilberuf ist Ruben sein Chef, der Leiter des Fahrsicherheitszentrums am Sachsenring. Peter Corazza ist der Angestellte von ihm, aber bei der Rallye, da darf der Angestellte den Chef auch mal zeigen, wer schneller ist, wenn es gerade passt. Und da haben wir eine schnelle Vorentscheidung. Ruben Zeltner fliegt vorneweg. Peter Corazza mit einem Plattfuß weit zurückgefallen. Mike Stölzl und Thomas Wittig sind auch durch. Unsere Lokalmatadoren, der Autovermieter aus Zwickau mit seinem Porsche 911 GT3. Auch er hat es geschafft. Ja, nicht mehr mit Skoda, sondern diesmal mit Porsche unterwegs. Schalten. Man muss nur richtig ziehen. Carsten Mohr und sein Team. Hier sind die ersten vom Rundkurs angekommen. Eine der Addition. Ruben Zeltner hat es nicht ganz geschafft, ganz nach vorn zu springen. Mark Walter bleibt an der Spitze nach dieser. Der Freitagsetappe. Ja, mit einem ganz. Ja. Na, Michael, bitte. Also mit einem ganz neuen Auto unterwegs, Wolf-Dieter Ehle und Reinhard Gessmeier. Der war vorgestern noch gar nicht klar, können wir überhaupt fahren. Mit dem ganz niegelnagelneuen Citroën DS3 R3. Die Startnummer 15, Wolf-Dieter Ehle und Reinhard Gessmeier. Premiere mit ihrem neuen Auto. Ja, der Blick auf die Zeiten hier an der Grünaufbrücke. Die Rallye-Super 2000 haben die Porsche auf dem verkürzten Kurs im Griff gehabt. Felix Herbold hat die Bestzeit gesetzt. 1,6 Sekunden schneller als Matthias Kahle und 2,1 Sekunden schneller als Sandro Wallenwein. Die Porsche nur auf den Plätzen 4, 5, 6. Ruben Zeltner. 6 Zehntel schneller als Olaf Dobberkau und der wiederum 7 Zehntel vor Mike Stölzl. Horst Rotter mit dem Opel durch und Wolf-Dieter Ihle mit dem blütenweißen Citroën DS3 fährt jetzt auf den Tunnel zu und ist in der scharfen 180 Grad Linkskurve. Fahrer aus Sachsen mit auf dem Kurs mit der Startnummer 16. Holger Fruchtmann und Uwe Flexig, zwei Oldies aus alten Zeiten, die wieder dabei sind. Holger Fruchtmann, Rechtsanwalt und Unternehmer aus Glauchau, der hat es also nicht weit. Uwe Flexig ist Werkzeugmacher im VW-Werk in Mosel und sie fahren mit einem Gruppe M Mitsubishi Lancer Evo 6. Letztes Jahr oder in den beiden letzten Jahren waren sie mit dem Auto schon hier. Da war es noch völlig serienmäßig. Gruppe G, wie die Experten das nennen. Und da war er 21. und 27. Dieses Jahr möchte er gerne unter den ersten 15 kommen. Schon 57 ist er. Und Uwe Flexig mit 53 auch nicht mehr ein Jungspund. Im Ziel, den haben wir gar noch nicht vorgestellt, aber den wollen wir ihn natürlich nachliefern. Mit dem gelb-schwarzen Mitsubishi
Mike Förster und Timon Peter Fröhlich vom Chemnitzer AMC. Immer sau schnell, aber man muss immer warten, ob sie im Ziel sind. Meine ersten Kurzrallye, Bestzeit auf der ersten Prüfung und das war es dann auch. Ein bisschen ungestüm war es schon immer, aber richtig schnell der Mann aus Jahnsdorf. Sandy, wir haben einen spannenden ersten Rundkurs auf der Glückaufbrücke gesehen. Alfred Gorni hat mit seinem Co-Moderator perfekt moderiert. Wie sieht es denn aus nach der Bewertungsprüfung 3? Also Felix Herbold hat auf jeden Fall erstmal die schnellste Zeit auf dieser WP gefahren. Es reicht aber nicht ganz, um die Führung zu übernehmen in der Zwischenbilanz. Marc Wallenbein führt nach wie vor mit knapp 2 Sekunden Vorsprung, dicht gefolgt von Felix Herbold, Ruben Zeltner, Matthias Kahle und dann Olaf Dobberkau. Also es bleibt absolut eng, so wie wir es erwartet haben. Freut uns, eine spannende Rallye. Wir schauen uns jetzt Wertungsprüfung 4 an, denn wir sind für heute noch nicht am Ende. Es geht weiter, die 3 Prüfungen nochmal.